Guten Morgen. Ja, ich bin Matthias und bin heute mal wieder in der Fränkischen Schweiz unterwegs. Und mein Weg führt mich mal wieder durch den schönen herbstlichen Wald. Vor mir kann man jetzt schon die Burg Neideck sehen. In diese Richtung werde ich auch erstmal gehen. So, jetzt muss ich von hier unten den Weg abbiegen. Jetzt geht es hier etwas schräg links nach oben. Die Neideck-Grotte. Genau dieses Schild habe ich jetzt gesucht. Das war natürlich jetzt das erste, was ich gefunden habe. Und genau da geht es jetzt hin. Ach, hier haben sie mal wieder einen Baum quer gelegt. Ja, ich glaube, ich habe gerade meinen Weg mal wieder verloren. Naja, dann gehe ich halt mal durchs Gebüsch. Da unten geht jetzt mein Weg lang. Irgendwie stehe ich jetzt etwas zu hoch hier. Also schlagen wir uns mal wieder durchs Gebüsch hier. Eins kann ich euch sagen. Wenn ihr wissen wollt, wie die Grotte von oben aussieht, ich stehe genau drüber. Denn von hier kann ich jetzt auch den Eingang erkennen. Tja, da muss man jetzt mal noch einen Weg nach unten suchen. Thank you.
hier den Hang runtergerutscht. Aber und hier geht es jetzt noch ein Stückchen weiter. Und dann sind wir gleich unten. Bin ich hier voll abgefahren. So, jetzt sind wir schon relativ weit unten. Nochmal Blick nach oben. Und hier geht es jetzt weiter. Jetzt werde ich mich an diesen Fels hier weiter durchschlagen. Aber so kommt man dann auch mal in den Genuss, mal was anderes zu sehen als die normalen Wege. Ja, ich muss da jetzt eigentlich genau da hoch. Ich weiß nicht, ob man den Felsen so ein bisschen hochklettern kann. Ich habe mich dann jetzt doch nochmal entschlossen, das Ganze nochmal von vorne zu beginnen. Also ich gehe den Weg nochmal zurück und gehe den ganz normal dann nach oben und hoffe, dass ich ihn diesmal finde. Ich denke mal, jetzt bin ich auf den richtigen Weg, denn ich muss nämlich vor dem Berg lang. So, jetzt das Ganze noch mal von unten. Mal schon einen Gang. Na, schauen wir mal rein, wie weit der geht. Aha. Ja. Ups, das ist wieder scheiß Höhe hier. Endet das auch schon für den Normali. Unten ist auch noch ein kleines Scheißloch. Ja, ob das jetzt da weitergeht, das werde ich jetzt nicht erforschen. Also gehen wir erstmal wieder zurück. Oh yeah. Oh ja. Eieieiei. Und dann haben wir es schon wieder geschafft. Ja, dann gehe ich jetzt mal weiter gucken in die nächste Ecke.
scheint es noch einen Gang zu geben. Und was ist jetzt noch hier hinten? Ja, was sonst? Eine Bank. Also gehen wir noch mal in die andere Höhle hier drüben rein. Mal sehen, was mich da so erwartet. Aha. Hier kann man eigentlich ein Stückchen nach hoch. Oh, das ist ja wie eine Halle. Schallt ja ein bisschen. Mhm. Kann man ja hochklettern. Toll. Ich bin da mal jetzt das Stückchen schon mal hochgeklettert und befinde mich jetzt in der Halle. Also gehen wir mal noch ein Stückchen hoch. Was haben wir hier? Hat immer wieder mal Kerzenlichter angemacht. So, jetzt der Blick zurück. Da vorne sind ein oberes Loch und da unten, wo ich reingekommen bin. Oh, hier scheint es auch. Kann man eigentlich auch noch so ein bisschen an den Rand lang klettern. Aber das lasse ich heute alles sein. So, das soll es dann von hier erstmal wieder gewesen sein. Ich gehe dann jetzt auch wieder runter und raus. Ich konnte mich erinnern, hier war doch noch was. Ein kleines Seil, wo es noch ein Stück weiter geht. Also schauen wir mal, wo das jetzt hingeht. Na, da schau hier. Da muss ich ja tatsächlich noch mal meine kleine Taschenlampe rausholen. Jo. Aber weit geht es hier nicht rein. Es ist bloß ja so ein kleiner Raum. Naja, dann gehen wir wieder zurück. Aber wenn die Bank schon mal da ist, werde ich das auch gleich mal zu einer kleinen Pause nutzen. So. Erstmal was trinken. Und ich werde jetzt mal noch ein bisschen die Sonnenstrahlen hier genießen. Es bietet sich echt an bei dem Wetter heute. Auf der Burgruine sind auch schon Leute. Die kann man gut von hier sehen und beobachten.
Ja, mein Weg führt mich jetzt auf die andere Seite dieses Tals. Die Burg Neideck nehme ich heute mal nicht mit, da war ich schon zweimal. So, ich muss dann mal jetzt wieder die Straße queren und auf der anderen Seite dann den Hang wieder hochzugehen. Ja, ich habe dann jetzt wieder einige Höhenmeter gemacht. Bin schon ein bisschen von dieser Straße weg. Und es geht scheiße bergauf. Ja, ich genieße jetzt noch ein wenig die Sonne. Echt schöner Tag heute. Morgen haben sie es nicht so gut angesagt. Schaue ich mir noch ein paar Felsen hier an. Mal sehen, was es alles noch so gibt hier. Ich habe noch eine kleine Höhle entdeckt. Scheint es auch durchzugehen. Ziemlich chaotischer Gang. Ziemlich schmal, muss man durchkriechen. Ja, das Ganze ist natürlich jetzt kein Zufall, dass ich hier bin. Ich weiß, dass ich jetzt hier in der Brunnensteinhöhle bin. Ich wollte eigentlich nur mal gucken, wo der Eingang ist, um die Höhle mal zu befahren. Ja, und dann kann man hinter mir noch den Swingbogen sehen. Und ansonsten gibt es jetzt hier auch nichts weiter zu sehen und ich werde jetzt auch wieder zurückgehen.
was habe ich jetzt hier noch gefunden? Eine kleine Hütte. Haben sie einen Stein hier in die Mitte gepackt. Ah. Sowas könnte man theoretisch auch als Übernachtungsplatz nutzen. Genau. Ich gehe jetzt wieder in Richtung Muckendorf, denn da habe ich nämlich geparkt. Ja, weit ist das jetzt nicht mehr, denn ich bin ja jetzt gleich wieder zurück in meiner Tour, die so ungefähr 10 Kilometer weit war. Tja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Dann bis zum nächsten Mal, euer Matthias.